Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerd Stalking, dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Dienstagabend, 21 Uhr. Hier ist Dead Nerd Stalking von Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, er gehört schon zum Inventar, was soll man anderes sagen, der geschätzte kleiner Gast, Nerdizist. Andreas, ich grüße dich. Hallo. Hi, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen als Gast, aber irgendwie auch so ein Stück weit willkommen hier auf dem Panel quasi. Ich glaube, jetzt bei Dead Nerds Talking, da gehörst du jetzt schon zur Stammbesetzung. Und ich hoffe auch, lieber Chat, bitte sagt es uns gleich, heute wird der Andreas nicht aus dem Badezimmer casten, zumindest soundtechnisch. Hallo, wie klinge ich denn heute? Hm? Vielleicht machst du ja mal ein schönes ASMR-Video, bei dem du ganz nah an das Mikrofon rangehst. Hallo, Lucy. Gleich müssen wir diesen Podcast pro Minute abrechnen. Aber nur, wenn wir ihn bei OnlyFans hochladen. Hast du keinen OnlyFans-Account? What happens at OnlyFans bleibt at OnlyFans. Ja, herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, der Walking Dead Podcast Show. Und wir wollen heute über, ja, die letzten beiden Folgen dieser kleinen Mini-12-10C-Staffel sprechen. Viel Licht, viel Schatten. Wie immer haben wir uns vorher nicht großartig darüber ausgetauscht, außer über Folge 20 ganz kurz. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und natürlich über den Elefanten im Raum, über Negan, müssen wir heute sprechen. Und bevor wir das aber tun, falls ihr heute zum allerersten Mal einschaltet, wo könnt ihr mehr von uns hören? Am besten geht ihr mal auf Facebook, Spotify, Instagram, Twitter und sucht mal nach Nerdizismus, da könnt ihr uns finden. Nerdizismus.de ist auch die zentrale Anlaufstelle für alle unsere Shows rund um Westworld, Game of Thrones, jetzt wieder The Falcon and the Winter Soldier, Montag geht's da weiter, zu Star Trek und Filmkritiken und so weiter und so weiter. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben an die 01525 964 7709. Oder eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder wer ganz, ganz fancy ist, geht auf unseren Discord-Channel. Den findet ihr unter nerdizismus.de/Discord. Dann haben wir natürlich auch da die Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten und wir haben natürlich auch wieder ein bisschen Feedback bekommen. Eine kleine Nachricht von El Mercy wollen wir euch nicht vorenthalten, ein fleißiger Kommentator unserer Show und er schreibt uns zu unserer letzten Folge, jetzt muss ich gerade mal überlegen, das war die Folge mit Gabriel und Aaron und die andere Folge war, worum ging es in der zweiten Folge nochmal? Genau. Das war hier die mit hier bei den ach ja, beim Commonwealth, genau, mit Princess. Commonwealth heißt das Ding, genau. Die wie heißen die denn hier, die Zugwaggons-Dinger? Ja, genau. Also, eure vagen Erinnerungen sind wirklich schwer zu identifizieren. Bei einem dunklen Typen mit Kind hätte ich sowas wie morgen im Sinn, kein Hispanic mit Baby. Ach ja, da ging es um den Morales, an den wir uns nicht erinnern konnten, weißt du? Die Gruppe von Neuankömmlingen, von denen Rick 3 erschießt, sagt mir auch nichts. Bei gleich drei Erschossenen fallen mir nur die angreifenden Xavier ein. Vielleicht weiß Benjamin ja wieder Rat. Genau, Benjamin, du hast nichts geschrieben diese Woche. Was ist los? Bist du krank? Ich kann leider nur zustimmen. Es ist traurig, wie mutlos die TVD-Schreiber sind. Dabei gäbe es viele Charaktere und Themen, wie das Leben in Alexandria neu organisiert wird oder auch in Oceanside. Haben die jetzt wieder die Männer aufgenommen oder nur weibliche Flüchtlinge? Warum zeigen sie nicht die Beziehung zwischen Daryl und Connie statt Daryl und der einen toten Fisch vor einer Haustür irgendeiner Frau ablegt? Ich denke schon, dass TVD wieder besser werden könnte. Sie hatten nicht umsonst mal 15 Millionen Zuschauer.
Selbst Staffel 9 lag noch stabil bei 5 Millionen. Es wirkt wie Überheblichkeit auf mich. Warum macht man nicht ein zweites Spin-off, wenn die Zuschauer, warum macht man ein zweites Spin-off, wenn die Zuschauerquoten im freien Fall sind? Dann müsste man doch Kräfte bündeln, um zu zeigen, bleib am Ball. TVD kann es noch. Staffel 11 wird der Hammer. 4 canceln. Dwight kehrt zurück mit Cherry und naja, so könnte man wieder Spannung aufbauen für die letzte Staffel. Das, stattdessen kriegen wir breit getretenen Quark und das in rauen Mengen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann es einfach nur unterschreiben. Mehr oder weniger. Ich glaube ja, auch, dass da viel Potenzial drin ist. Ja, aber ich glaube auch, dass Potenzial sehr stark ausgenutzt worden ist. Wir können vielleicht gleich mal über die 10. Staffel insgesamt sprechen und den Rückblick. Ich fand wirklich, die 10. Staffel war eine der stärksten Staffeln. Vielleicht mal die ersten 3, 4 ausgeklammert oder sowas. Mhm. Aber danach kam sehr viel Einheitsbrei und da hat die 10. Staffel sich, finde ich, sehr, sehr schön abgehoben. Also mir hat die eigentlich ganz gut gefallen jetzt. Natürlich war am Ende jetzt nicht alles Gold, was glänzt, gerade was diese 6 Episoden jetzt angeht. Aber auch da fand ich, also ich fand halt 2 richtig doof, aber wir haben auch schon drüber gesprochen, dass andere vielleicht nicht so schlecht waren. Und jetzt sprechen wir heute vielleicht noch über, meiner Meinung nach, die beiden besten. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wo wir nachher hingehen. Genau, ja. Ich möchte noch eine Sache aufgreifen, die ich mit dir einfach mal besprechen wollte, bevor wir in diese Episoden einsteigen oder... Nee, komm, wir steigen erst in die Episoden ein und dann sage ich was dazu, denn ich glaube, du hast wieder was vorbereitet. Ja, ich habe wieder was Kleines vorbereitet. Und diesmal tatsächlich bei der ersten Folge sehr, sehr klein gehalten. Das würde dich freuen, das hast du dir beim letzten Mal so ein bisschen gewünscht, dass ich das mache. Eine kleine Zusammenfassung. In Folge 21 mit dem schönen englischen Titel Diverge, wie heißt die eigentlich auf Deutsch, habe ich wieder vergessen, sehen wir 2 große Storystränge. Wir erinnern uns, dass in der 2. der 6 Zusatzepisoden am Ende ordentlich Beef zwischen den alten Superfreunden Daryl und Carol war. Und hier sind sie erstmal auch voneinander getrennt. Erzählt wird die Geschichte, wie Daryl mit dem Motorrad liegen bleibt und einen Ersatzteil sucht und Carol einen Eintopf für die Alexandrina rund um Jerry zubereiten möchte. Das war's im Prinzip. Die Episode ist insgesamt wortlos, relativ, also eigentlich die perfekte Episode für Daryl. Carol redet zumindest mit Doc und ein paar Sätze auch mit Jerry. Daryl nuschelt nur so vor sich hin. Und ein paar Handlungen laufen auch parallel. Während Daryl den Supply Run dann wegen einer Panne auf Autos verlagert und Dark Habel sucht, geht Carol auf Supply Run für Kräuter im Wald. Daryl trifft Walker, Carol trifft Walker. Daryl plündert ein paar ehemalige Fallschirmjäger aus, Carol findet Löwenzahn und Brennnesseln für ihren Eintopf. Daryl muss irgendwie sein Motorrad reparieren, Carol gerät in ein großes Schädlingsbekämpfungsproblem. Und es geht dann unspektakulär zu Ende. Daryl kann sein Motorrad reparieren und Carol jagt die Ratte aus dem Haus. Ende gut, alles gut. Ob wir das jetzt auch gut fanden, werden wir gleich mal drüber reden. Als letzte Episode dieser 6 Zusatzepisoden sehen wir dann die lange erwartete Negan Origin Story. Der Anlass ist, Negan wird von Carol in eine Hütte im Wald gebracht. Der Rat hat nämlich entschieden, Negan aus Alexandria zu verbannen, sagt zumindest Carol. Die Negan zwar mag, aber auch sieht, dass es mit ihm und Maggie nicht funktionieren wird. Ja, Negan sitzt dann in seiner Hütte, hadert mit seiner neuen, einsamen Situation, die ihn an früher erinnert. Und seine Gedanken manifestieren sich als alter Saviors Negan, der ihn provoziert und wieder zurückruft in sein altes Leben, wie wir es noch aus Staffel 8 und 9 kennen. Und daraufhin macht sich Negan auf die Suche nach dem Baseballschläger mit dem Stacheldraht, nach Lucille. Und die Zuschauer erfahren nachfolgend, nach wem dieser benannt wurde. Und von wem er ihn überhaupt bekam. Es gibt dann auch so ein paar Flashbacks zu seinem finalen Duell mit Rick und ein Gespräch mit Michonne. Erinnern die Zuschauer dann daran, dass Lucille irgendwo da draußen ist. Also gräbt Negan die Vergangenheit aus. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die Story in ihrer richtigen Reihenfolge erzähle. Das habe ich mir nicht mal versucht. Nicht diese Rückblenden irgendwie mitzugehen, sondern die richtige Reihenfolge zu nehmen. In der Folge selbst wird uns nämlich... in immer weiter zurückreichenden Rückblenden seinen Werdegang geschildert. Er startet als Sportlehrer mit einem Anger-Management-Problem, wegen dem er seinen Job verliert und dann nur noch vor der Konsole sitzt und sich trotzdem $600 Lederjacken kauft und mit der besten Freundin seiner Frau fremdgeht. Also ein richtig feiner Kerl. Und als wäre es nicht genug, dass Lucille seine Frau das alles ertragen muss, erfährt sie dann auch noch, dass sie Krebs hat. Und das triggert dann irgendwann 7 Monate später wahrscheinlich eine Änderung bei Negan.
Er fängt an, sich um Lucille zu kümmern. Er liest ihr während der Chemotherapie vor, er sorgt sich während des Ausbruchs der Apokalypse um sie und dann geht eines Nachts der Kühlschrank mit den Chemomitteln kaputt und Negan muss sich kümmern. Er sucht ein mobiles Ärzteteam, die wir von den Saviors kennen, auf und überfällt die, nur um dann von der Tochter des älteren Arztes K.O. geschlagen zu werden. Dann findet er sich auf einem Stuhl festgebunden wieder, wird aber losgemacht und von dem Arzt und von seiner Tochter gut versorgt und mit den Medikamenten und einer neuen Waffe, einem Baseballschläger, losgeschickt. Auf dem Rückweg wurde er aber von einer Bikergang gefangen genommen, die ihn nach der Herkunft der Medikamente fragen. Am Ende sagt der zu diesem Zeitpunkt noch relativ feige Negan den Bikern, wo das mobile Ärzteteam ist. Doch als er mit den Medikamenten zu Hause ankommt, ist es zu spät. Lucille hat sich umgebracht und sitzt nun als Zombie im Bett. Und dann sieht Negan rot. Der umwickelt den Baseballschläger, den das Ärzteteam vorher geschenkt hat, mit Stacheldraht, zündet sein Haus an, rächt sich an der Bikergang und befreit die inzwischen gefangen genommene Ärzte Franklin und Laura, die wir von den Saviors kennen. Zurück in die Gegenwart. Negan hat Lucille wieder ausgegraben, und zwar unter dem Baum, unter dem er schon mit Rick gekämpft hatte. Und bei der ersten Anwendung von Lucille zerbricht der Schläger und er verbrennt ihn dann auch in seiner Hütte. Aber dann kehrt er nach Alexandria zurück und fordert Carol auf, dass auch seine Sachen zurückgeholt werden sollen. Er will sich nämlich nicht verbannen lassen. Carol akzeptiert das und möchte da auch mit Gabriel sprechen, warnt aber Negan auch davor, dass Maggie ihn töten wird. Aber Negan hat sich irgendwie wieder verändert. Wohin? Bleibt abzuwarten für die 11. Staffel. Ich merke, dass du doch sehr viel... Also, ich bin gespannt, was du an Folge 20 gut fandest, denn meiner Meinung nach sollte es diese 21. Folge auf... an Folge 20... 21, Entschuldigung, an Folge 21 gut fandest. Denn meiner Meinung nach sollte es diese Folge nur auf Rezept geben. Weil sie ist ein verdammt gutes Schlafmittel. Bei Folge 22 sind wir uns, glaube ich, d'accord. Und ich habe auch in deiner Zusammenfassung gemerkt, dass du da wirklich, du warst da auch involviert. Vielleicht interpretiere ich da was rein, was nicht da ist. Aber ich glaube, da waren wir alle durchaus etwas angefasst. Also zumindest ging es mir so. Ja, machen wir aber trotzdem mal die Ratatouille-Folge. Oder die Fliege aus Breaking Bad in schlecht. Oder ja, soll ich dir was verraten? Du hast mal richtig rausgelesen, dass ich in Folge 22 involviert war und die auch wirklich gut fand, dafür, dass es so eine Rückblickfolge war, und ich hasse eigentlich Rückblicke. Ich auch, ja. Aber ich fand Folge 21 besser. Und jetzt musst du mir einfach mal schlicht und ergreifend sagen, warum? Warum? Was stimmt mit dir nicht? Ich fand vor allen Dingen die Carol-Storyline großartig. Das hatte irgendwie... Wir haben uns in der letzten Folge gewünscht, dass mal so ein bisschen einfach eine Humorfolge, am besten noch mit Jerry. Ja, kommt. Richtig. So. Mhm. Und jetzt hatten wir im Prinzip sowas wie eine Humorfolge mit Jerry. Ne? Also die Jerry-Passagen waren relativ klein, aber die haben für mich gut funktioniert. Jerry ist ein totaler Sympath und er wirkte auch einfach so ein bisschen unbeholfen an der Stelle. Er wollte sich eigentlich um Carol kümmern, hat es nicht so richtig geschafft, weil er halt sozial jetzt auch nicht der begabteste Mensch ist. Aber Carol ist halt von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Das hat mich ein bisschen, kennst du Patterson und Findus? Nur dem Namen nach. Das sind so ein paar Kinderbücher, ne? Ein paar Kinderbücher, Patterson, alter Bauer, und Findus ist seine Katze. So. Und da gibt es eine Story, dass die eine Pfannkuchentorte backen sollen. Und die ist ähnlich aufgebaut wie die Geschichte hier von Carol, nämlich, dass man irgendwie, denn merkt er, dass er keine Eier mehr hat, dann muss er für die Eier ins Dorf fahren. Das Fahrrad fürs Dorf steht aber im Schuppen und der Schuppen ist abgeschlossen und der Schlüssel hängt auf der Weide, wo der Ochse drauf steht. Das heißt, der Ochse muss erst abgelenkt werden und man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Und genau das, finde ich, ist in dieser Episode passiert, dass Carol halt eigentlich ja nur diesen simplen Eintopf machen wollte, aber dann eben mit und mit sich immer mehr verzettelt hat. Was ihr aber gut getan hat, weil es sie abgelenkt hat von der gesamten Nummer um Conny, dass sie sich nicht mehr um Conny sorgen muss, dass sie sich auch diesem Streit mit Daryl irgendwie aus dem Weg gehen konnte und so. Das heißt, es war genau das Richtige, was Carol zu dieser Zeit brauchte. Sie brauchte Ablenkung und diese Ablenkung hat dann im Endeffekt in einer sehr, für mich sehr, sehr humorvollen, für mich hat die funktioniert,
dieser Humor in dieser Folge für mich in humorvollen Szenen geendet, die so ein bisschen auch so Loriot-mäßig waren. Ne? Ich versuche, ein Bild gerade zu hängen und dabei verwüste ich das gesamte Wohnzimmer. So ungefähr war es ja. Ne? Carol hat versucht, irgendwie ein bisschen was Fleisch zuzubereiten und dabei hat Doc einerseits alles kaputt gemacht und sie hat selber dann irgendwann alles kaputt gemacht und zurück bleibt eine völlig zerstörte Küchengarage, die wir ja von früheren Folgen schon kennen und die wahrscheinlich aber das Einzige war, was in Alexandria noch nicht kaputt war und jetzt hat Carol das kaputt gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Daryl-Storyline war ein bisschen schwächer, aber auch da, also ich finde es gut, wenn Daryl keine großen Dialoge geschrieben werden, weil der kann halt sowieso nicht reden. Dann sollte man ihn auch wirklich einfach durch eine Episode jagen, wo er einfach nur handeln muss. Und diese Handlung fand ich ganz schön. Das hat ein bisschen Auflockerung gebracht irgendwie. Der hat diese falsche Mega gefunden. Das fand ich eine interessante Story. Das ist natürlich nichts, was wir jetzt noch nicht gesehen hätten oder so. Aber ich wollte mehr richtigen Alltag sehen in Apokalypse. Und jetzt haben wir Alltag in Apokalypse gesehen. Und das hat mir total gut gefallen. Ich hab die sehr, sehr genossen, diese Folge tatsächlich. Okay. Wo soll ich anfangen? Ich verstehe deine Punkte. Ich verstehe deine Punkte. Ja, und ich wusste, dass du auch den Punkt bringst, aber wir haben doch beim letzten Mal gesagt, wir wollen mal Alltag sehen. So. Mhm. Und aber nicht so. Also über Humor brauchen wir nicht diskutieren. Und ich finde den Loriot-Vergleich etwas gewagt. Aber ich weiß, worauf du ungefähr hinaus willst. Es war halt jetzt kein Dumm und Dümmer Humor oder so ein Schenkelköpfer-Ding. Okay, Haken dran. Trotzdem fand ich den Inszenat, also was mich an dieser Folge unglaublich gestört hat, sind mehrere Sachen. Das eine ist, dass Subtilität ist my ass, ne? Also, ich habe, glaube ich, noch niemals irgendwann irgendwo auf einem Bildschirm ein Scheideweg, ja, mit mehr Holzhammer eingetrichtert bekommen, als in der Eröffnungssequenz dieser Folge, wo Carol und Ming an diesen Wallweg kommen und der, ich so, nee, nicht wirklich jetzt. Das ist doch, oh, schreibt doch, es hätte nur noch gefehlt, dass da jetzt so einer aufploppt, der sagt, ihr müsst euch entscheiden, links oder rechts, ja. Das war so das eine, wo ich mir dachte, echt so ehrlich jetzt, wirklich, das, so plump müsst ihr das jetzt inszenieren, okay. Dann, das war so der erste Holzhammer. Der zweite Holzhammer war, dass wenn du einem Filmstudenten Chekhovs Gun erklären willst, dann musst du einfach nur jetzt diese Folge jemand zeigen, ja, denn ich weiß nicht, wie oft sie mit diesem Taschenmesser rumgewedelt haben, ja, dass auch dem letzten Deppen klar sein musste, wenn er das jetzt weggibt und es Carol gibt, dann wird es genau eine Situation, das ist mal so hundertprozentig klar, ja, es war so hundertprozentig klar. Ich habe nicht verstanden, warum Hund mit Carol geht. Ich möchte mehr von Hund sehen. Wenn Hund im Bild ist, ist es wenigstens halbwegs nice. Mich hat diese Rattennummer ehrlich gesagt an die Folge mit der Fliege in Breaking Bad erinnert und dadurch, dass sie mich daran erinnert hat und dass ein inszenatorisches Meisterwerk ist, konnte ich den Vergleich einfach leider nicht mehr aus meinem Kopf rauskriegen. Und dann war das ganze Ding für mich irgendwie gegessen. Ich verstehe auch die Jerry-Szenen, ja, die hatten definitiv was, deswegen hätte ich mir einfach mal Jerry und seine Frau gewünscht und wo du gerade gesagt hast, dass Jerry so ein bisschen socially awkward ist, erinnerst du dich noch an unser Interview mit Andrew Cooper? Ja, Andrew Cooper ist halt selber schon socially awkward. Es war halt auch ein bisschen, also wir haben eine Menge Interviews geführt an dem Nachmittag mit etlichen Walking Dead Stars, aber das mit Andrew Cooper, wir halten ihm mal zugute, dass es das letzte Interview des Tages war und dass wir ihn auch ein bisschen mit sanftem Druck vors Mikro zerren mussten. Okay, aber es war schon so, also ich hatte so wirklich das Gefühl, man musste ihm halt alles aus der Nase ziehen. Aber unfassbar sympathisch. Also das ist so ein in sich ruhender Riese. Das ist irgendwie ist schön. Ja. Genau, der auch so einen unglaublich trockenen Humor hat, wo du so ihn was fragst und er guckt sich halt an so, nö. Okay, ja, wenn jetzt seine Antwort nein ist, das frage ich den jetzt als nächstes. Ja, und der letzte Punkt ist halt, warum bringt ihr
Daryl in Gefahr der Plot-Arme hat. Verstehst du? Es kommt für mich halt 0,0000 Spannung auf bei einem Charakter, von dem ich weiß, dass er schlicht und ergreifend einfach unsterblich ist bis auf Weiteres. Und das ist halt blöd. Nehmt doch mal andere aus der zweiten Reihe. Die gleiche Show mit jemand aus der zweiten Reihe hätte unter Umständen einen Ticken besser bei mir funktioniert. Ja, aber vielleicht ist es dann wirklich es ist hundertprozentig eine Frage von Rezeptionshaltung, so. Du hattest bestimmte Assoziationen, du wolltest irgendwie, du hast einerseits dich an die Fliege erinnert, aber du wolltest auch irgendwie was Bedeutendes sehen irgendwie. Diese Folge hatte keine große Bedeutung und sie war null subtil und sie war nicht spannend, darum ging es auch meiner Meinung nach gar nicht. Und du glaubst natürlich nicht, dass Daryl dann irgendwie stirbt, weil er gerade in eine Grube fällt, wo ein ehemaliger Fallschirmjäger-Zombie drin ist. Natürlich glaubst du das nicht. Aber diese Folge war halt einfach nur eine kleine Spielerei. Und ich fand, sie hat eine Leichtigkeit ausgestrahlt in einer völlig dramatischen Situation. Und das finde ich eigentlich das, was The Walking Dead bis jetzt nicht so richtig geleistet hat. Weil es ist eine fürchterliche dramatische Situation, in der die sich seit 10 Staffeln befinden. Aber dann soll halt auch zwischendurch mal ein bisschen Leichtigkeit aufkommen, weil die können nicht 15 Jahre lang dramatisch drauf sein. Das hält keiner aus. Die hätten sich alle längst umgebracht. Da bin ich hundertprozentig bei mir, aber dafür war es mir dann zu wenig comedyhaft inszeniert. Das war dann, also das war für mich nicht Fisch, nicht Fleisch, verstehst du? Es hätte für mich dann einfach, dann hätte ich, dann geh den ganzen Weg, ja, go all the way und inszeniere es auch vom Schnitt mit der Musik. Leichter und comedymäßiger. So, ganz ehrlich, war ich mir zum Beispiel bei Carols Wutausbruch, war ich mir irgendwie nicht sicher, ist das jetzt pure Verzweiflung? Ist das jetzt, soll ich jetzt lachen, dass sie die Wand zusammendrischt? Hat sie gerade einen Nervous Breakdown? Ich konnte diese Gefühle von ihr an dieser Stelle überhaupt nicht einordnen. Was sollte das mit der Wand? Will sie wirklich nur die Ratte haben? Ich konnte diesen Gefühlsausbruch nicht einordnen. Ist das jetzt und vor allem konnte ich es dann nicht einordnen, wenn dann am Ende Daryl wiederkommt, dann gucken sie sich an und gehen dann trotzdem ihrer Wege. Wenn sie dann am Ende wenigstens eine Aussprache gehabt hätten, aber nein, auch das passiert nicht. Also es war für mich, ja, ich verstehe, wo sie hin wollten, aber das war so nicht Fisch, nicht Fleisch für mich irgendwie. Aber dann wolltest du wirklich vielleicht zu viel Bedeutung in diese Szenen haben. Ich habe das Gefühl, gerade dieser Ausbruch am Ende, das war, Carol wollte sich Erleichterung schaffen und das sollte auch diese Folge mit uns machen. Die sollte uns einfach mal Erleichterung schaffen. Erleichterung von allem irgendwie. Das ist keine dramatische Situation, wenn man es mal runterbricht darauf, dass man, keine Ahnung, ein Zündkerzenkabel suchen muss und einen Eintopf kochen muss. Dann ist es keine dramatische Situation. Und wenn man dann halt irgendwann dabei auf ein Rattenproblem stößt und, keine Ahnung, auch Daryl ja irgendwie sich von Hölzchen auf Stöckchen weiterhangelt, dann ist das halt so, dann ist das halt ein Alltagsproblem irgendwie. Und das fand ich so schön. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich habe in dieser Folge ein paar Mal, also ich habe jetzt nicht groß gelacht, keine Ahnung, es ist ja auch keine richtige Comedy-Folge, Comedy-Sendung. Aber ich finde, Melissa McBride hat so einen verzweifelten Charme dabei gehabt, der für mich auch als Humor funktioniert hat. Norman Reedus kann das, glaube ich, nicht spielen, der ist einfach nicht gut genug, tut mir leid. Aber Melissa McBride ist es. Und mir hat da auch ihr Spiel super gut gefallen. Gerade auch diese awkward Situations mit Jerry, da habe ich teilweise wirklich, da war ich knapp vorm Lachen, wirklich. Und es passiert gar nicht so oft, dass man irgendwie so alleine vorm Fernseher lacht. So. Aber das war so ungemütlich, wie Jerry da mit Carol geredet hat und wie die beiden auch das gespielt haben, Cooper und McBride, hat mir echt gut gefallen. Also das... Chapeau. Das ist keine Premium-Nummer. Ich vergleiche das jetzt nicht irgendwie mit den absoluten Premium-Serien, aber mir hat diese Folge einfach sehr, sehr gut gefallen. Das bleibt ja auch völlig unbenommen. Sie darf ja auch. Alles gut, ja, alles gut. Ich möchte an der Stelle nochmal einen kurzen Disclaimer machen, weil ich das halt auch immer wieder so in den Gruppen gelesen habe. Wenn ich sage, für diese Folge, die war für mich der absolute Einschlaffolge, dann heißt das nicht im Umkehrschluss, dass ich nur Actionfolgen gut finde. Ja, also es gibt auch was zwischen 1 und 0,
also viele Leute vergessen sowas ja leider immer, ne? Die glauben halt dann, ja, wenn da zu viel gelabert ist, es muss auch mal, kann nicht jede Folge Action sein. Ja, okay, es gibt aber halt auch irgendwie mal was bisschen dazwischen. Okay, gut, halten wir fest, ich werde die definitiv vergessen. Du vielleicht nicht so, weil du zwei, drei nette Momente damit hattest. Das ist auch, bleibt dir auch unbenommen, wunderbar dazu. Kommen wir zum Elefanten im Raum der Folge 22, Here's Negan. Ich denke, dafür haben wir über viel mehr zu sagen. Und jetzt habe ich dich anscheinend falsch eingeschätzt, dass du die vielleicht gar nicht so gut fandest, wie sie überall abgefeiert wird. Oder doch? Ja, ich weiß auch nicht, wie stark sie abgefeiert wird. Sie wird richtig abgefeiert. Ich habe ein paar Reviews gelesen, da waren die letzten beiden Folgen gleichwertig. Beispielsweise bei Den of Geek oder so. Mit jeweils 4 Sternen. Das würde ich auch bei beiden sagen. Das waren irgendwie 4-Sterne-Episoden. Ne? Nicht die absoluten Kracher, aber schöne Episoden, die mir auch gut gefallen haben. Aber ich glaube, da passt das, was du gerade eben gesagt hast. Ne? Nämlich dieser, es muss nicht, eine Folge muss keine Action-Folge sein, um keine Einschlaffolge zu sein. Das hier war keine Action-Folge, aber es war auch keine Einschlaffolge. So. Und, sondern es war eben ein gut funktionierender Rückblick tatsächlich an dieser Stelle. Und das wundert mich fast, weil ich das eigentlich absolut hasse, dieses Mann sitzt am Feuer und wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Und da habe ich auch noch kurz gedacht, oh, was ist das denn jetzt für eine Idee? Hat er jetzt auch noch irgendwelche Psychosen, dass dann tatsächlich der alte Negan neben ihm sitzt? Ich habe es dann erstmal abgespeichert als, okay, das ist jetzt ein Stilmittel, ein dramatisches Stilmittel und der hat keine Psychosen, sondern das ist einfach jetzt nur so gemacht, um irgendwie, dass er als Manifestation seines alten Ichs auftritt und das einfach nur zeigen soll, dass Negan sich daran erinnert, war es nicht eigentlich besser, als ich dieser Negan, als ich der Saviors Negan war? Ich hoffe nicht, dass es sich nachher noch zu einer wirklichen Psychose ausartet, weil das haben wir einfach in The Walking Dead wesentlich zu oft gesehen. Aber danach diese Rückblicke und die Beziehung zu Lucille, die war schon schön und hat mich auch berührt und ich kann jetzt, also ich habe das Gefühl, vielleicht fassen wir es, ich fasse es jetzt mal ganz kurz, ich habe das Gefühl, Jeffrey Dean Morgan durfte endlich mal schauspielern, durfte endlich mal einen Negan spielen, der nachvollziehbar ist und dem man folgen kann und nicht diesen fürchterlichen Comic-Negan, der in Staffel 8 und 9 durch die Wälder gezogen ist, sondern jetzt tatsächlich ein Mensch-Negan, den man irgendwie verstehen kann, dass er so geworden ist, wie er denn geworden ist. Und das hat Jeffrey Dean Morgan, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen und auch gut getan. So. Ja, da bin ich im Grunde genommen bei dir. Ich mag normalerweise auch keine Rückblickfolgen. Ich glaube, wir haben das schon öfters mal gesagt. Kommt, noch schlimmer finde ich Traumsequenzen. Ja. Ich ganz schön, wenn ich Filme machen würde, bei mir wäre Traumsequenz Verbot im Writers Room und Rückblicke nur, wenn es gar nicht anders geht. Ich hatte auch kurzzeitig, wie du, kurz gezuckt und habe gedacht, als dann der alte Negan da so saß, ich so, boah, bitte jetzt keine Gollums-Mergum-Folge. Ja, jetzt, genau. Jetzt bitte nicht so eine Nummer, weil das ist wirklich done to death und dann hätte ich gedacht, so, nee, echt, eure letzte Hauptpatrone, die es richten muss für diese 6 Folgen, verschießt ihr jetzt mit so, aber dann war es ja Gott sei Dank auch, zack, relativ zügig wieder weg. Ich fand die inszenatorisch war die solide, das war nun weiß Gott kein Highlight. Warum man das jetzt so verschachtelt hat, anstatt es einfach chronologisch zu erzählen, okay, ist halt fancy. Also was anders kann ich es mir jetzt ehrlich gesagt nicht erklären. Mein Gesichtsasperger hat mir natürlich wieder mal nicht erlaubt, Laura sofort zu erkennen. Sondern ich habe erst gedacht, da war doch schon mal so eine mit der Tätowierung, was mir dann eingefallen ist. Ach stimmt, das war ja die Tante und im Chat wird auch schon geschrieben, dass wahrscheinlich, schreibt der Thomas, dass wahrscheinlich Negan die Vergewaltigung von Laura nicht verhindert hat und das vielleicht so seine Schuld ist, die er so grundsätzlich auf sich geladen hat. Denn er ist ja, was bei all seinem grausamen Herrschaftsregime bei den Saviors, ist er bei Vergewaltigungen ja extrem strikt gewesen. Hat er ja sofort runter mit dem Kopf gemacht. Mhm.
Ich fand es einen glaubwürdigen Wandel und einen glaubwürdigen Character-Arc overall, der sich wunderbar eingefügt hat mit dem Negan, den wir dann so jetzt sehen. Und du erinnerst dich, in einer der letzten Folgen haben wir gesagt, macht's doch dem Zuschauer schwer, mal sich zwischen Negan und Megan zu entscheiden. Und ganz ehrlich, da sind wir jetzt. Ja. Und das finde ich toll. Weil daraus kannst du jetzt eine wunderbare Dynamik spielen. Ja, eine wunderbare, Punkt. Also wunderbare Dynamik zwischen Maggie und Negan. Ich freue mich darauf zu sehen, was sie damit machen. Ich hoffe, es wird was Spannendes. Ja, man muss natürlich dazugeben, man ist nach dieser Folge an diesem Punkt, ne? Aber Maggie braucht im Prinzip nur ein Argument und das Argument hat einen Namen und heißt Glenn. Dass Negan sofort wieder in einem Missverhältnis zu ihr steht. Ne? Denn Maggie hat sich im Prinzip nicht groß mit Schuld beladen. Okay, die hat Gregory den hier gemacht. Ja. Aber Negan hat halt auf brutalste Art und Weise Unschuldige zerschlagen mit Lucille und wahrscheinlich nicht nur Glenn und Abraham. Das heißt, Negan hat sich einfach viel, viel schuldiger gemacht. Dementsprechend, ja, ich sehe auch, dass diese Folge das versuchen wollte und nach dieser Folge das auch geschafft hat, dass erstmal da so ein Verhältnis ist, dass wir denken, ach komm jetzt, Maggie, komm mal klar. Negan hatte seine Gründe, warum er so gehandelt hat und jetzt sind wir mal wieder alle fein miteinander. Gerade wenn Maggie jetzt eben weiterhin Aggression gegen Negan hat. Aber die argumentative Seite ist immer noch bei Maggie. Deswegen bin ich gespannt, wie sie damit umgehen werden. Das ist richtig. Ich würde die Dynamik eben auch so spielen, dass es jetzt halt auch Bewohner gibt in Alexandria, denen Negan halt nichts sagt. Mhm. Ja, die halt sagen, ja, mag ja sein, dass du Beef mit dem hast, aber mit mir hat er halt keinen. Siehe Judith. Ja. Ja? Und dass halt Maggie sich jetzt nicht einer, Michonne ist weg, Rick ist weg, also hat sie eigentlich nur Daryl und Carol, die Morgan ist weg. Ja, sie hat eigentlich von den alten Recken eigentlich nur noch diese beiden. Vielleicht noch, ja, hier, ich weiß nicht, ob Jerry das überhaupt schon wusste. Nee, Jerry hat damit, glaube ich, auch noch gar keine Aktien drin gehabt am Anfang. Judith ist so ein Stück weit, ne? Ja, gut, aber Judith ist ja, sie kennt ja nur, sie kennt ihn ja halt, gut, klar, sie kennt ja nicht den bösen Negan, sie kennt ja nur den eingekerkerten Negan. Also Maggie hat ja im Grunde genommen gar nicht so viele Verbündete, ja, die eindeutig auf der Seite Anti-Negan sind und sagen, das war ein ganz böser Mann, das sind ganz, ganz klar, wie gesagt, es wird noch andere Alexandria geben, die wir halt aber nicht kennen, aber von den Rollen, die wir so regelmäßig kennen, was weiß ich, Conny oder Magna, oder die kennen ja Negan gar nicht. Also den Xavier Negan. Da könnte man was draus machen. Und Thomas schreibt gerade noch im Chat, ja, und Maggie hat ja auch die Gemeinschaften sabotiert, hat keine Lebensmittel aus Hilltop mehr geschickt, ne, als sie Hilltop regiert hat. Richtig, ja. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, ne, dass Maggie, vielleicht ist das Team Maggie gar nicht so groß. Auf der anderen Seite hat Maggie natürlich noch ihre neuen Freunde, ne, die auf der Flucht vor den, wie heißen sie noch, Reapern, genau, natürlich auch irgendwie in Alexandria jetzt vorübergehend untergekommen sind, offensichtlich, wenn man sich richtet. Das ist echt die Story, die mich am meisten interessiert und die leider nicht weiter erzählt worden ist. Schade, da bin ich sehr, sehr gespannt, was die 11. Staffel angeht. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das ergeben wird. Wir haben auf jeden Fall hier keine klare Front gegen Negan. Ich glaube, wir haben auch keine klare Front gegen Maggie. Es ist so ein Stück weit unentschieden. Ich bleibe dabei argumentativ gegen Negan, aber vom Team her weiß ich nicht genau, wie, also wenn jetzt irgendwie der Rat einberufen werden würde und Maggie sagt, so entweder Negan geht oder ich gehe, dann bin ich mir nicht sicher, wie dieser Rat entscheiden würde. Eben, genau. Und das ist ja mal ein spannender Konflikt, der mal innerhalb der Gruppe ist. Das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz nett. Aber gehen wir mal in diese Negan-Storyline einfach rein. Also wir haben mal wieder einen Schauspieler, der nicht weiß, wie man einen Controller hält, aber Schwamm drüber, ja. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Als alter Zocker weißt du sofort, wer selber zockt und wer nicht selber zockt, ja. Und wenn jemand so
so auf dem Controller rumdrückt, weiß ganz genau, hat noch nie in seinem Leben Controller in der Hand gehabt. Genauso wie es immer diese Stockfotos von Menschen gibt, die Videospiele spielen. Ja, das macht auch niemand. Ja. Fünf Leute, die so irgendwie so den Controller in der Hand halten und dabei grinsen wie so ein Honigkuchenpferd, das passiert nicht. Das heißt, wir haben einen Highschool-Teacher, der, das hatte ich jetzt aber dann falsch verstanden. Ich hatte es so verstanden, aber ich sage nicht, dass ich recht habe. Vielleicht habe ich es wirklich falsch verstanden. Ich hatte so verstanden, dass er auf der Schule was mit jemand hatte, diese Janine. Aber dann war das, habe ich das falsch und deswegen rausgeflogen ist. Nee. Janine war tatsächlich die beste Freundin von Lucille. Und Lucille hat ja ihre Diagnose bekommen bei diesem Onkologen. Geht raus und will dann irgendwie Beistand haben, will irgendwen haben, mit dem sie drüber reden kann. Und dann ruft sie erst Negan an, der nicht rangeht, weil er gesagt hatte, er muss mit seinem Bewährungshelfer reden. Dann ruft sie Janine an, die auch nicht rangeht. Und dann macht sie das ein paar Mal hin und her. Und dann ruft sie final den Bewährungshelfer an und der sagt, nee, unser Termin ist in 2 Wochen. Ne? So. Und dann weiß sie natürlich Bescheid, verrät aber offensichtlich 7 Wochen oder 7 Monate oder sowas gar nichts darüber, dass sie das schon wusste, dass der hier fremdgegangen ist. Ne? Aber das ist die Zeit, in der Negan eben diese Katharsis durchmacht und sich dann eben Lucille widmet und sich um sie kümmert und dann eben auch fürsorglicher wird, ne? Als er vorher gewesen ist mit seinen komischen Allüren. Ja. Ich bin sehr froh, dass er mal keinen David Bowie Song genommen hat, sondern mal was von Joe Cocker. Fand ich sehr schön, ja. Sonst kommen eigentlich immer David Bowie Songs. Kann ich auch nicht mehr hören, aber wunderbar. Und dann wird er von der Schule geschmissen, weil er in der Kneipe einen Mann angreift, der dummerweise einen Sohn auf der Schule hat, wo er Lehrer ist. Und dann fängt er halt an, im Grunde genommen so ein bisschen zu vergammeln. Wobei, nee, jetzt habe ich wieder ein paar Sachen durcheinander geschmissen. Das war ja vorher. So, da ist er ja dann schon der arbeitslose Aushilfslehrer, der ja dann im Rahmen dieser Apokalypse erst wieder zu seiner Frau findet. Das fand ich sehr schön gemacht, auch im Grunde genommen, dass sie so die Außenwelt so ausblenden. So, komm, lass uns einen Film gucken. Sie will immer James-Bond-Filme gucken. Menschen, die James-Bond-Filme gucken wollen, sind natürlich grundsätzlich gute Menschen. Und hast du immer, wo ich ein einziges kleines Problem vielleicht mit so hatte, dass er sich so selten unfähig anstellt, wenn es um Walker geht. Aber ich glaube, das sollte uns einfach nur, ja, was soll es uns sagen, dass er halt einfach einen krasseren Wandel dann doch durchgemacht hat. Wenn er vorher schon so ein harter Dude gewesen wäre, dann... Zwei Sachen solltest du uns sagen. Einerseits, dass er eben sensibel ist, ne? Und im Prinzip mit dieser Brutalität der Walker-Welt erstmal in diesem Urzustand nicht klarkommt. Und das Zweite war natürlich, dass es auch so ein Stück weit Plot-Device war, weil dieser Walker ja dann irgendwie die Stromversorgung kaputt macht und deswegen der Kühlschrank ausgeht, ne? Ja. Den er nicht umbringen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und das natürlich, ich habe keine Ahnung, ob Chemotherapien so funktionieren, egal, aber ich fand es ein bisschen komisch, dass die Rockerbande sich dann darum kloppt, aber das war, glaube ich, eher so eine Prinzipiensache. Gehört mir, kriegst du nicht, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man diese Rockerbanden, wie sie denn heute so auftreten, mit der Kontrolle der Unterwelt quasi, wenn man die so ein bisschen in die Zombie-Apokalypse reindenkt, dann werden die versuchen, sich an Güter zu kommen, die eben Leute dringend und quasi lebensnotwendig brauchen. Und dementsprechend finde ich schon ganz nachvollziehbar, dass diese Rockerbande sich eben darum kümmert, dass sie an Medikamente kommen, ne? Und dementsprechend auch versuchen, dieses mobile Ärzteteam irgendwie zu bekommen. Ich finde das ja eine total tolle Idee, dass es ein mobiles Ärzteteam gibt, was weiß, wo es bestimmte Medikamente noch gibt und deswegen einfach immer rundfährt und die Leute versorgt. Also wie altruistisch ist das denn? Also das ist total schön irgendwie. Ne? Ja, wenn du einmal einen hippokratischen Eid geleistet hast, den wirst du so schnell nicht los, ja?
Es ist nicht so wie bei euch Lehrern. Du würdest ja so wahrscheinlich sofort eine Knarre schnappen und dich in den Rockern anschließen, ja? Hallo, nein, mein ich Name ist sofort, Andreas, ich habe kein Motorrad, aber ich würde gerne mitmachen. Ich würde sofort in den Supermarkt ziehen. Das ist der perfekte Ort. Habe ich zu Ever Nerd Earl auch gesagt. Wenn hier mal eine Zombie-Apokalypse ausbricht, dann ab zum Real. Da haben wir auf jeden Fall mal ein Jahr Ruhe. Ja, genau. Da ist eine Apotheke drin, da ist ein Bäcker drin, da ist eine Pizzeria drin, ein Schuhmachermeister, ein Klamottenladen und der Real. Ja. Ja, perfekt. Nein, ich finde es einfach einen sehr, sehr schönen Gedanken, dass es in dieser Zombie-Apokalypse einfach auch Leute gibt, die versuchen, irgendwie noch sowas wie Gesellschaft und Solidarität und Mitgefühl hochzuhalten. Spannend ist natürlich dann trotzdem, dass diese Ärzte dann irgendwann zu Saviors werden. Ne? Beide. Ja, eben. Und das war was mir... der Arzt auch? Muss ich den kennen? Ja. Laura, ja. Okay, aber der Arzt auch? Echt? Habe ich zumindest in Reviews gelesen. Ich habe mich an sein Gesicht auch nicht mehr erinnert, aber Laura kannte ich natürlich, weil die ein bisschen markanteres Gesicht für mich auch hatte jetzt persönlich. Ja. Aber in Reviews habe ich gelesen, dass beide nachher bei den Saviors sind, ja. Ah, okay. Ja, von daher war das natürlich so eine schöne Geschichte und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass sie nicht so, dass das jetzt nicht so eine Savior Origin Story war. So, wir treffen jetzt hier Dwight und wir treffen Laura und wir treffen, wie hieß der andere mit dem Schnauzer hier? Ihr wisst, wen ich meine. GTA-Dude. Den GTA-Dude, genau, ja. ihr wisst, wen ich meine. Dass sie so, man hat ein bisschen ein paar Sachen abgearbeitet, so hier ist die Jacke, hier ist der Baseballschläger, aber, und das muss ich wirklich sagen, sehr organisch, wenn ich, Simon hieß er, danke an den Chat, sehr organisch. Wenn ich mir da zum Beispiel mal Solo, also den Star Wars Solo-Film ins Gedächtnis rufe, wie da so diese Dinge checklistenartig abgearbeitet werden mussten, was Han Solo jetzt so haben muss, ja. Der muss jetzt Chewie kennenlernen, zack. Der braucht jetzt seinen Blaster, zack. Der braucht die Würfel, zack, zack, zack. Das war alles so, hier, nimm, los, ja, nimm. Und hier hat sich das so wirklich so organisch, das war ja eigentlich mehr so ein, die Jacke hätte auch irgendeine Jacke sein können, ja. Aber jetzt hat die Jacke natürlich so eine Bedeutung, ja, für ihn, ja. Dass er am Ende dann Lucille verbrennt und sich dann war sozusagen, kaputt, ne? Bitte, war auch kaputt, ja. Und auch dann bei seiner Frau entschuldigt, ist natürlich für uns als Zuschauer dann so der letzte Punkt, wo man sagen muss, ach komm, der alte Negan, der hat es nicht so gemeint, ja. Sind schwierige Zeiten. Sind schwierige Zeiten. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat an dieser Folge, war die Inszenierung. Da hattest du eben schon mal angesprochen, warum muss das so sein, dass es immer in zurückgreifenden Rückblenden irgendwie gezeigt wird. Und mich hat es auch gestört, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig war. Ich finde durchaus, dass man das als kohärente Story von vorne bis hinten hätte erzählen können. Dann wäre ich jetzt auch nicht so durcheinander gekommen, was wann wo passiert ist und warum dann irgendwas. Also ich weiß nicht, warum The Walking Dead dann immer versucht, irgendwie so eine Arthouse-Serie zu sein an bestimmten Stellen. Weil das ist sie einfach nicht. Dafür sind die Leute auch einfach nicht gut genug, die hier Regie führen und das auch schreiben. Wenn man das irgendwie stringent erzählt hätte, dann trotzdem gerne von mir aus mit einer Rahmenhandlung dabei, das hätte auch funktioniert. Und vielleicht hätte es sogar ein bisschen besser funktioniert. Aber ja, vor allem, weil du halt wirklich dann so, das war auch dann schon ein bisschen, ja, unfreiwillig komisch. Ja? Erst so 5 Jahre früher, 3 Wochen früher, 3 Monate später, 3 Wochen früher. So, was? Ja. Freunde, es ist gut jetzt, ja. Ja, das fand ich auch so ein bisschen so ein Kunstgriff um des Kunstgriffwillens. Und macht es dann halt, macht es dann halt ein bisschen schade. Ich, die Nolanisierung der Popkultur. Ja, genau. Trotzdem fand ich eine Stelle wirklich sehr, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sehr gerührt war, aber für eine Szene in The Walking Dead hat es mich durchaus
berührt, war natürlich dann, dass sie sich umbringt und ihm dann aber sagt, aber lass mich nicht, wie formuliert sie es? Kümmere dich um mich oder sowas. Oder was sagt sie denn nochmal? Weißt du noch, was sie sagt? Oder was sie da aufschreibt? Lass mich nicht in diesem Zustand hier oder sowas. Irgendwie sowas. Und er ist halt einfach, und ich glaube, da habe ich mir so gedacht, so ja, das ist so ein, das ist sowas, das hat man mit vielen Walking Dead versucht. Und bei The Stand ist auch so ein bisschen angedeutet, so diese kleinen Mini-Dramen, die Menschen haben mit ihren Angehörigen. Mhm. Ja, die finde ich immer ganz, ja, da kriegst du mich emotional mit, weil ich glaube, dass das wirklich das ist, wo jeder anders mit umgeht. Ja? Was wäre, wenn eben die Apokalypse kommt und dann das halt passiert, was machst du dann? Kannst du dann deine Kinder erlösen oder bist du wie der Governor, ja, der sie dann einsperrt? Ja, das sind so, das dann finde ich, wird's spannend. Nur leider wird sowas halt bei The Walking Dead niemals mal weiter betrachtet als nur so ein kleines Plot-Device oder mal, naja, nicht mal Plot-Device, als so ein kleines Gimmick irgendwie zu sein, ja. Ich würde mir gern mal eine Folge wünschen, wo wirklich mal darüber diskutiert wird, ob man das denn machen kann. Also ob es in Ordnung ist, seine Liebe seines Lebens als Zombie im Keller zu halten. Ja. Hat das nicht irgendwer gemacht? Ja, der Governor hat es ja gemacht, aber es wurde halt nie darüber gesprochen, ob das... Ja, richtig, ja. Aber da der Governor halt von vornherein der Böse war... war das natürlich auch immer als creepy inszeniert. Aber stell dir mal vor, man hätte es halt jetzt mit Ricks Frau gemacht. Ja? Oder Karl. Ja, also von daher, das sind solche Fragen, vielleicht verlange ich da zu viel von The Walking Dead, aber das ist so, dass dafür wären für mich solche Folgen da gewesen, um sowas mal zu inszenieren. Und ja, okay. Also, abschließend zu dieser Folge, wenn du jetzt nichts mehr hast, sage ich mal ein Fazit zu der Folge. Ich fand, das war jetzt schon okay, das Warten hat sich gelohnt, aber bitte, wenn du noch was hast, dann nur zu. Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich bin jetzt sehr gespannt auf dein Fazit, nicht nur zu dieser Folge, sondern vielleicht auch zu dieser Staffel. Genau, also, das Warten auf diese Folge hat sich dann schon gelohnt, Gott sei Dank. Das hat mir nämlich bewiesen, dass sie es noch können. So, auf einem ordentlichen Niveau. Du hast vorhin gesagt, Staffel 10 war auch ein ordentliches Niveau. Das stimmt. Vielleicht waren die Whisperer ein Ticken zu lange da. Ja, die hätten durchaus vielleicht ein paar Folgen früher schon über Bord, weil sie waren dann doch relativ zügig auserzählt. Ach so, wir sollten vielleicht noch eine Sache kurz erwähnen, dass ich jetzt im Nachhinein auch durchaus vielleicht das Fable von Negan für Alpha Sinn macht, weil es ihn... Meinst du wegen der Glatze von Lucille? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwo gelesen, dachte mir, okay, könnte man so sehen. Trotzdem denke ich halt immer noch, diese Whisperers müssen stinken. Ja, erstens das und ich habe zweitens auch, ich habe das kurz in dem Moment gedacht, als Lucille dann tatsächlich ohne Perücke da war, aber da war sie ja nur als Zombie ohne Perücke. Ich finde natürlich die Chemie zwischen Jeffrey Dean Morgan und seiner Frau, ich habe da den Vornamen. Also es ist ja seine richtige Frau, die hier Lucille gespielt hat und dementsprechend hat die Chemie natürlich gestimmt. Das ist eine gute Casting-Entscheidung gewesen, das auch wirklich so zu besetzen. Aber da jetzt irgendwie auf Alpha zu schließen, nee, das ist immer ein Ticken zu weit. Das mit Alpha ist trotzdem creepy as fuck und deswegen möchte ich das gerne wieder vergessen. Okay, dann, ich wollte es der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Also, hat es diese Zwischenfolgen gebraucht? Nein. War diese letzte Folge ein versöhnendes Element? Ja. Habe ich Bock auf Staffel 11? Aber sowas von. Von daher
Ist in Ordnung. Ich möchte gleich mit dir noch über so eine grundsätzliche Fan-Eigenstellung reden. Da kommen wir aber gleich zu. Da würde ich mit dir grundsätzlich mal drüber sprechen, was da so deine Einstellung ist. Ob du mit solchen Menschen kannst oder nicht kannst oder wie auch immer. Also das ist im Grunde genommen so mein Fazit an der ganzen Geschichte. Und wir haben ja gleich noch den Trailer für die 11. Staffel und das Startdatum. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen kurz drüber reden. Aber jetzt sag du mal eben dein Fazit zu dieser Überlängen-Staffel. Ja, ich habe es am Anfang schon angedeutet. Ich finde Staffel 10 wirklich gut. Ich habe mir jetzt nochmal durchgelesen, was da alles für Folgen drin waren, was da alles für Handlungen drin waren. Diese Staffel war ja unfassbar lang, was wirklich ihre Ausstrahlungszeitraum angeht. Und mir hat da wirklich sehr, sehr viel gut von gefallen. Das fing in Staffel 9 schon an, dass es wieder besser wurde. So ungefähr ein bisschen nach dem Zeitsprung, wobei es dann ein bisschen zu groß wurde und viel zu viele Leute drin waren. Und mit den Whisperern hat sich das alles so ein bisschen mehr fokussiert. Jetzt haben sie nach dem Ende diese schöne Entscheidung, das nehme ich aus diesen 6 Folgen mit, diese schöne Entscheidung getroffen, einerseits eben neue Gegner einzuführen, die offensichtlich nicht ganz so freaky sind wie die letzten Gegner, die sie hatten, bei denen man irgendwie gedacht hat, okay, da wird sich doch keiner ernsthaft anschließen. Aber so eine hochgezüchtete Reaper-Truppe, da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass ich mich da anschließen würde. Sie haben die wichtige Entscheidung genommen, Hilltop abzubrennen. Das finde ich sehr, sehr gut, weil damit einfach ein Handlungsort weniger ist. Es wurden ordentlich Leute aus dem Cast entfernt, was ich wirklich auch eine sehr, sehr kluge Entscheidung finde, weil es war einfach zu viel. So. Zusätzlich noch ein paar interessante Leute dabei. Princess finde ich weiterhin interessant, auch wenn diese Folge vielleicht nicht so super war. Ich hab mehr Bock auf Staffel 11, als ich vor Staffel 10 Bock auf Staffel 10 hatte. Ja, da ist definitiv was dran. Natürlich auch jetzt mit dem Wissen, dass wir auf die Zielgerade einbiegen, muss man ja, natürlich auch genau. sagen. Ja, genau. Dass wir jetzt nicht noch ewig vor uns haben, jetzt ist ein Ende in Sicht, das ist auch okay, ganz ehrlich, das ist ja, auch nach 11 absolut. Staffeln darf dann auch was vorbei sein. Und mit dem Franchise ist es ja noch nicht vorbei. Und das bringt mich zu 2 Zitaten, die ich jetzt mal exemplarisch mal vorlese, weil ich die in den Facebook-Gruppen wurde ja wirklich heftig diskutiert über diese Folgen. Interessanterweise habe ich oft gelesen, dass halt, sag ich mal, die Leute, die es gut fanden, hatten ehrlich gesagt wenig Argumente auf ihrer Seite, außer, und da zitiere ich mir wirklich exemplarisch eins, just be happy we got them, they didn't have to make it. Also, seid doch froh, dass es die Folgen gibt, sie hätten sie nicht machen müssen. Und was für ein undankbares Pack. So, das war so die eine Fraktion. Und die andere Fraktion war eher so, what a pointless episode, also, was soll das, ja, und I think this franchise is really shitting on its fans and trying to milking the fuck out of profits of this franchise. Also, hier wird einfach nur die Fan-Kuh gemolken. Ja? Mhm. Wie so oft bei Diskussionen im Internet ist das jetzt halt wieder das Schwarz und das Weiß und das Grau fehlt halt wieder mal völlig. Ja, es fehlt und so ging es halt wirklich in einer Tour. Es waren halt wirklich nur, ja, dann guck's halt nicht, wenn du es doof findest, wo ich aber so sage, ja, Moment mal, ich bin aber Fan von etwas und natürlich gucke ich es dann. Ich gucke auch alles, was Star Trek draufsteht. Ich muss es halt nur nicht feiern. Also ich muss auch nicht alles, wo Star Wars draufsteht, feiert. Ja, und angeblich gibt es einen 4. Indiana Jones Teil, weiß ich nicht. An Gerüchteweise soll es einen geben, ja. Ist mir aber nicht bekannt, dass der wirklich irgendwie mal gedreht wurde. Nuking the Fridge. Nuking the Fridge, sage ich mal. Genau. Und wo ich aber wirklich ein Problem mit habe, ist dieses, wie war es mal irgendwie beim Kollegen, hat es mal als diese Spineless Fans genannt, ja. Also die rückgratlosen Fans, die einfach alles abnicken, was einfach, wo The Walking Dead draufsteht. Und das, weiß ich nicht, habe ich dazu einen hohen Anspruch an ein Fandom, jedem Tierchen sein Pläsierchen, who cares? Oder ist das wirklich so nach dem Motto, dass wenn du als Executive halt sowas siehst und denkst so, geil, ja, lass uns doch mal irgendeine Scheiße produzieren, es werden schon genug Deppen gucken.
Ich habe keine Frage formuliert, ich lasse es jetzt einfach mal im Raum stehen. Ich sehe die Frage, die du in den Raum gestellt hast. Das ist natürlich für mich eine schwierige Frage. Wir dürfen gerne beim Walking Dead Franchise bleiben. Ja? Genau, das ist mir ganz wichtig, weil wir ansonsten über Star Trek reden. nein, ich finde grundsätzlich, ich bin kein Mensch, der Hate Watch betreibt. Da habe ich zwar mal mit kokettiert, dass es bei Walking Dead Hate Watch ist, es ist es aber nicht, ehrlich gesagt. Ich gucke Sachen, wenn mir grundsätzlich das, was ich da sehe, noch irgendwie gefällt. Das heißt jetzt nicht, dass mir jede Folge gefallen muss. Das tut es nämlich ehrlicherweise bei keiner Serie. Aber wenn ich schon merke, dass die gesamte Serie wirklich nur noch Grütze ist, dann höre ich auf, sie zu gucken, zumindest wenn ich irgendwie im Blick habe, dass das noch ordentlich lang geht. Bei World Beyond ist das jetzt ehrlich gesagt viel, viel, viel Grütze gewesen. Deswegen müsste ich mir die Serie auch nicht weiter angucken. Es sind aber halt nur noch 10 Folgen. Das kann ich noch verschmerzen irgendwie. Mhm. Bei Fear the Walking Dead bin ich ausgestiegen, weil ich es kacke fand. So. Mhm. Aber dann laufe ich auch nicht die ganze Zeit durch Foren und sage, brauche ich nicht. Dann gucke ich es mir einfach nicht an, weil es gibt genug zu gucken. Ich habe gerade wieder mich in Apple TV Plus verrannt, guckte eine gute Serie nach der anderen. Gibt auch, glaube ich, nur 4 oder sowas. Und dann ist es vorbei. Aber ey, diese 4 Serien haben noch wirklich große Qualität und habe ich total Spaß dran. So, dementsprechend, ich mag The Walking Dead. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich so Episoden, die zwischendurch da waren, wie hier diese Episode in dem Lagerhaus mit Gabriel und Aaron, dass ich das totale Grütze fand. So, da muss ich überhaupt nichts gut dran finden, außer den Gaststar. Aber trotzdem mag ich The Walking Dead, sonst würde ich halt nicht mehr gucken. Dann könntest du mit den Podcast gerne mit irgendwem anders machen, weil wenn The Walking Dead wirklich so kacke ist, dass ich denke, das ist jetzt wirklich, ich gucke es nur noch, um es rumzuhassen, dann mache ich es nicht mehr. Das ist vorbei. Punkt. Mhm. Ja, so sehe ich das ja auch. Also das ist auch wirklich schwierig, dieses 1 und 0 und Schwarz und Weiß und nicht mehr diese Grautöne. Trotzdem sehe ich natürlich auch, und da finde ich, ist Walking Dead wirklich durchaus ein Ticken anfällig für, dass man schon das Gefühl hat, dass hier natürlich durchaus eine Kuh kräftig gemolken wird, was völlig in Ordnung ist. Ich gönne jedem seinen Dollar, ganz ehrlich, darum geht es mir nicht. Ja. Es geht mir nur darum, ich hätte halt auch mal ganz gerne vielleicht mal so einen Gegenwert dazu. Und solange ich den noch bekomme, soll es mir ja recht sein. Nur wenn der Gegenwert, und das bin ich vollkommen bei dir, jetzt World Beyond ist, dann bin ich auch irgendwann raus. Ja. Ja, aber World Beyond hat halt nur 2 Staffeln. Also ich meine. Eben, deswegen, und das ist es ja, dann kann man es halt verzeihen und kann sagen, gut, komm, es war halt auch jetzt nicht mal ein Versuch, dann hätte man irgendwas anderes gemacht, aber da könnt ihr ja unsere erste Staffelbesprechung von The World Beyond nochmal hören, was wir dazu zu sagen haben. Uns geht's übrigens, wir sind da nicht die Einzigen, ne? Ich habe mir da auch andere Streams dazu angehört, alle schweifen ab. Ja, also bei World Beyond kann einfach niemand länger als eine halbe Stunde über die Serie reden, also wenn er auf eine Stunde Sendezeit kommen will, musst du vorhin noch 1000 andere Sachen besprechen über alles Mögliche. Was hast du gestern zum Mittag gegessen? Ja, blühen deine Tulpen noch? Ja, hast du schon den Tannenbaum entnadelt? Solche Themen werden dann besprochen, weil du nichts anderes hast. Also, solange es einen Gegenwert gibt, ist es ja in Ordnung, dann kann man das auch machen. Ich habe halt nur so ein bisschen das Gefühl, dass am Ende des Tages etwas zu viel, du musst halt bei World Beyond jetzt, bei The Walking Dead jetzt bitte dann, wenn du es weiterführst, dieses Franchise, gerne führt es weiter, ich mache gerne diesen Podcast, aber bitte, ich würde jetzt gerne was Neues sehen. Ja, ich will mein anderes Land sehen, ich will andere Umgebungen sehen, ein anderes Setting oder keine Ahnung was. Diese Episoden, diese Webisodes, die da angekündigt wurden mit dem U-Boot, das klingt ja schon was, aber das ist dann halt wieder nur so eine Webisode. Ja, aber das finde ich das Schöne irgendwie, also vielleicht schweifen wir doch wieder so ein Stück weit in Star Trek ab. Du hast eben gesagt, dass World Beyond nichts versucht. Ich finde schon, dass sie was versuchen. Es ist halt gnadenlos schiefgegangen. Ich finde, dass diese Idee, wir zeigen jetzt mal Teenager in der Apokalypse, die irgendwie ein Personal Issues haben und deswegen diesen Personal Issues nachgehen,
Das ist erstmal eine Idee. So. Okay. Das ist, ist was anderes, als The Walking Dead macht. Und, okay, ja, ja. Das ist im Endeffekt gescheitert, sehe ich auch. Ich weiß auch nicht, ob sie diese Serie irgendwie noch retten können, nur indem sie ganz, ganz viel mehr Commonwealth gegen, wie heißt das andere nochmal? Ich will noch vergessen. Civil Republic. Genau, Commonwealth gegen Civil Republic irgendwie da reinbringen in der zweiten Staffel. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, diese Serie wird irgendwie kaputt gehen. Ja. Es ist aber auch egal so. Es sind zwei Staffeln mit insgesamt 20 Folgen. Ich finde, dass ein Franchise, wenn es groß ist, und The Walking Dead kann groß sein, das hat sehr, sehr viel Potenzial, und wenn es eben groß ist, wie zum Beispiel Star Trek, dann hat es einfach die Möglichkeit, dass du 20.000 Sachen damit versuchst, und die müssen nicht alle super sein. So. Vor allen Dingen müssen die nicht alle immer super finden. Ne? Aber bitte soll da jemand die Zügel in die Hand nehmen, der sagt, so, und jetzt versuchen wir 1.000 Sachen mal. Und da kann man, jetzt sind wir bei Star Trek, da kann man Alex Kurtzman tausende von Sachen vorwerfen, aber nicht, dass er nicht Leuten den Spielraum gibt, dass sie mal einfach Sachen versuchen. Und die drei Serien, die wir bis jetzt gesehen haben, sind alle völlig verschieden. Die sind auch verschieden gut, bestimmt. Die werden verschieden aufgenommen. So. Aber sie sind vor allen Dingen, haben alle drei eine völlig, völlig eigentümliche, einen ganz eigenen Charakter. Ja, eigentümlich war schon richtig. Eigentümlich und einen eigenen Charakter. So. Ja, und das würde ich auch. Das finde ich schön. Ja, und da würde ich dir auch niemals widersprechen. Mein Problem mit World Beyond ist schlicht und ergreifend, dass die Idee vielleicht gut ist, aber die Umsetzung dann halt einfach nur das Gleiche in Grün war. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes das Gleiche in Grün. Und das ist das Problem. Punkt. So. Und dann wird es halt wieder langweilig, sodass ich sehe, ja, ich sehe die Idee. Ich sehe auch die Idee hinter Discovery und ich sehe auch die Idee hinter Picard. Für mich ist es einfach handwerklich auf vielen Ebenen nicht befriedigend genug. Und hier war es halt eben, aber ich I appreciate the effort, wie man im Englischen so schön sagt. Mhm, ja. Im Deutschen wäre das Äquivalent, glaube ich, er war immer pünktlich. Er hat sich stets bemüht. Nein, also man hat diese Idee mit den Teenagern, die finde ich auch grundsätzlich gut und es ist vielleicht mal was Neues und dann lässt man sie aber das Gleiche erleben, was alle anderen auch erleben. Und jetzt wird bestimmt irgendeiner sagen, ja, aber das ist halt nun mal das, was man in dieser Welt erlebt. Okay, aber dafür mache ich Fiktion und da kann ich alles erleben und wenn es UFOs sind. Ja. Und die Prämisse war aber ja eine gute. Und dann die Prämisse war eine gute, richtig. Machen. Genau, die Prämisse war eine gute. Gut, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wir wechseln mal eben kurz den Screen. Und wir werden uns jetzt mal den Teaser anschauen gemeinsam zu The Walking Dead Staffel 11. Dafür werde ich das hier mal eben ein bisschen zurechtzuppeln. So, ganz genau. Und dann würde ich mal sagen, dann schauen wir da mal rein. Moment, ich muss hier eben noch den Ton übertragen. So, genau. Und Ton an hier, zack. Ah, das war schon das Ende. So. Why are you here? Well, I was on the road with my traveling companions. Do you consider yourself a fundamentally honest person? Yes. Have you ever been vaccinated for the measles? Would you like the dates? What did your parents do for a living? My folks. Do you have friends in the area that we should be aware of? No. If you are deemed a threat, you will go through reprocessing. What's reprocessing? If you're not a threat, then you have nothing to worry about. Oha. Am 22. August geht's also weiter. Hast du die Stimme erkannt? Ich habe sie nicht erkannt. Hätte mir die Stimme was sagen müssen. Nee, kann ich dir nicht sagen, irgendwie, wer das sein soll. Aber es ist ja so eine Befragungssituation, wie wir irgendwie auch bei den Alexandrinern eine Zeit lang hatten, ne, dass die eben rumgelaufen sind und erstmal die Leute befragt haben, wie viel Walker hast du gekillt, wie viele Menschen hast du gekillt und sowas. Genau. Ne? Ich finde es interessant, weil es. Ich habe irgendwie. Du hast mir eben diesen Trailer geschickt. Oder Teaser. Ne? Und dann habe ich die ersten 15 Sekunden geguckt und habe erst gedacht: Hey, Chris, du hast mir irgendwas Falsches geschickt. Weil ich habe mir überhaupt nicht den Artikel angeguckt. Und habe gedacht: Das ist doch nicht The Walking Dead. Weil die Optik eine völlig andere ist. Ne? Ja. Richtig.
Das heißt aber auch, dass wir uns verändern werden in Staffel 11. Und vielleicht ist das auch ganz gut. Wir wünschen uns schon seit längerem, dass sie eventuell wieder ein Stück weit auf Wanderschaft gehen. Und ich schätze mal auch, dass sie das tun werden. Und wir sehen hier einen Verhörraum, wir sehen Umkleidekabinen. Es scheint in Richtung Commonwealth zu gehen. Das war ja auch klar, wenn wir uns angucken, wo sich Princess und Ezekiel und wer ist Nummer 3? Weiß ich gar nicht mehr. Eugene. Eugene und noch? Und die Schwester von Conny. Genau, nee, ja. Doch. Magna? Nee. Wer ist denn noch dabei? Ah, ja. Dann haben wir, jetzt können wir hier mal gucken. Schwester von Conny. Na verdammt, ey. Das ist, du steckst mich an. Das ist Name ist es. Dein Namensalzheimer. Ach, hunderte von Hörern wieder so, nein! ich fand es schön, dass man Schwarzwälder Kirschtorte sieht. Ja, ich esse ja gerne Schwarzwälder Kirschtorte. Sieht sehr, sehr lecker aus. Ja, sieht sehr lecker aus. Interessant fand ich Folgendes. Was steht hier drauf? If there's a God, what, he have to back for my forgiveness. Okay. Also wenn es einen Gott gibt, dann muss er um meine Vergebung betteln. Steht auf diesem Graffiti. Und interessantesten fand ich eigentlich diesen Gerichtssaal oder dieses Hearing, das man hier so sieht. Da sieht man doch sogar noch eine US-Flagge. Ja, das sieht auch alles sauber und aufgeräumt aus. Darf ich dir kurz noch was sagen? Ja. Dieser Spruch, if there's a God, he will have to beg for my forgiveness, ist ein Satz, den ein Jude im Konzentrationslager während des Zweiten Weltkriegs an die Zellenwand geritzt hat. Ach, schau an. Okay, das wusste ich nicht. Interessant. Mir kam nämlich gerade bekannt vor. Ich meine, das wird irgendwann erzählt von Elie Wiesel, glaube ich, in einem Buch. Okay. Ja, das ist, ich habe den gerade mal gegoogelt kurz. Ist spannend, ja. Also vielleicht ein bisschen anmaßend sogar, ehrlich ich gesagt. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Ticken. Okay, da bin ich mal gespannt. Also dahingehend würde jetzt aber folgende Sinn geben, nämlich das mit dem Processing. Mhm. Weil er sagt ja dann an der einen Stelle, you will be, was sagt er, Moment? Blend's noch mal eben ein. What's reprocessing? If you are deemed a threat, you will go through reprocessing. What's reprocessing? If you're not a threat. Also, wenn er keine Bedrohung ist, dann geht er durchs Reprocessing. Und dann ist die Frage, was passiert denn dann mit allen, die eine Threat sind? Werden die irgendwo eingesperrt, eingepfercht? Ja? Und am Ende sehen wir noch eine rote Uniform, eine rote Sturmtruppenuniform. Mhm. Statt der weißen. Also, wir sehen eine Verhörsituation, wir sehen einen Eisladen, wir sehen diesen Satz aus dem KZ, was wirklich okay, das wäre okay, das ja, anmaßend wäre da auch so meine erste Punkt. Dann sehen wir diesen Gerichtssaal und diesen Lockerroom, wo diese Uniform zu sehen ist. Und natürlich dann am Ende noch das Datum 22.8. Ich bin gespannt. Ja, es ist schon spannend, oder? Wir wünschen uns ja sehr, sehr lange schon, dass wir mehr über diese großen Gemeinschaften, die sich so ein bisschen wie der Zivilisation schaffen, erfahren. Wir wünschen uns das von World Beyond. Jetzt wünschen wir uns das uns auch von The Walking Dead. Da bin ich gespannt, ob dieses Jahr vielleicht das Jahr wird, in dem wir endlich mehr über Commonwealth und Civil Republic erfahren. Denn die zweite Staffel World Beyond müsste ja eigentlich auch dieses Jahr noch irgendwann kommen, oder? Ja, ich denke schon, ja. Ich denke schon, dass die dann kommen wird. Und ob uns das dann gefällt, was sie über die erfahren. Es kann natürlich auch nur die nächste Enttäuschung werden. Und dann weiß ich nicht, was sie in der Carol-Daryl-Serie noch machen wollen, außer dass die beiden vielleicht ein Boot nehmen nach Neuseeland oder sowas und da nochmal neu anfangen. Keine Ahnung. Ja, aber Neuseeland ist halt auch nur grün mit voller Schafen. Ja. Schafe, die dann 10 Jahre nicht geschoren wurden und alle rumlaufen wie dieses Schaf, das man letztens gefunden hat, das auch schon 5 Jahre ausgebüxt war, ja. Also ich würde es gucken. Ja,
Toll, dann sehen wir Daryl und Carol stundenlang beim Schafe scheren. Ja? Und am Ende erfinden sie dann die Maschine aus dem einen Louis Defenet-Film, Louis der Querkopf, wo man das Schaf vorne reinkippt und hinten drauf der Pulli rauskommt. Ja, perfekt. Perfekt. Ich hoffe natürlich, dass ich auch dich wieder zu diesen kurzen Filmen, zu diesen kurzen Geschichten hier mit diesem U-Boot begrüßen darf und natürlich auch zu The World Beyond auf jeden Fall ab 22.08. dann wieder zur 11. Staffel und zur finalen Staffel. Dann haben wir noch die Rick-Filme. Also uns geht der Stoff so schnell nicht aus. Von daher, Beyond, würde ich jetzt mal sagen, machen wir vielleicht nicht alle zwei Wochen. Dann machen wir nicht alle zwei Wochen. Wir machen das wie Cold Mirror und machen einen 5 Minuten Rick-Film-Podcast. Das heißt, wir besprechen immer 5 Minuten des Films. Alle 14 Tage. Damit wir dann, wie die Kollegen vom Trek an Dienstag, irgendwie 2035 mit dem ersten Film dann durch sind oder so. Ja, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo für unseren Kanal auf YouTube oder auf Twitch da. Abonniert uns auf Spotify oder geht auf nerdizismus.de. Und natürlich, wie immer gesagt, das Brot des Podcasters sind die Reviews. Lasst ein Review da. Mehr von uns könnt ihr jetzt die nächsten Wochen natürlich hören auf nerdizismus.de. Aber Andreas, auch wenn es jetzt gar kein neues Star Trek gibt, ihr quatscht ja trotzdem. Ja, natürlich. Wir quatschen jede Woche und es ist ja gerade relativ viel über Star Trek rausgekommen. Das heißt, wir haben gerade, während wir hier im Livestream online waren, haben wir noch The Wrath of Khan released als Podcast. Eine Besprechung, epische Besprechung, 3 Stunden über Der Zorn des Khan, zweiten Star Trek Film. Und nächste Woche gibt es einige News, denn da gibt es ja gerade sehr viele Star Trek News und die werden wir mal ein bisschen einordnen. Und Tiefenanalysen von irgendwelchen Teasern und Trailern machen. Da freue ich mich schon drauf. Discoverypanel.de findet ihr uns und auf allen gängigen Plattformen, vor allen Dingen auf Twitter, ehrlich gesagt. Ich bin nicht genau, mehr so oft auf Facebook. Wie habe ich gestern gesagt, auf Twitter bin ich lustiger. So, in diesem Sinne, machtet Jod und habt eine gute Nacht. Nächsten Montag geht's hier weiter, dann reden wir über The Falcon and The Winter Soldier und da freuen wir uns natürlich auch wieder. Bis dann. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.